Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 1. Dezember 2018. Bevor ich starte, möchte ich die Neuigkeiten erwähnen. Am 25. Dezember starte ich die Rauhnächte. Die Energie beginnt schon am Wintersonnenwende am 21. Dezember in diesem Thomastag. Aber es ist noch die Rückzug. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, wo ich das genau erkläre, aber dieses Klärungsvideo über die Rauhnächte habe ich nicht veröffentlicht. Wenn ihr wissen wollt, die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte, dann könnt ihr dieses Video anfordern. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Video ist kostenlos. Fühlt euch auch zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Eigentlich beginnt alles am 21. Dezember, aber das ist wie ein Rückzug. Ja, in dieser Geschichte erkläre ich ganz genau, was das bedeutet und die Aktivität, wo das auch wirkt, diese Energie, beginnt dann am 25. Dezember. Und dieser 25. Dezember hat einen Bezug auf Januar 2019. 26. Dezember hat einen Bezug zum Februar 2019. 27. Dezember hat einen Bezug zu März. 28. Dezember ein Bezug zum April, 29. Dezember ein Bezug zum Mai, 30. Dezember ein Bezug zum Juni, 31. Dezember hat ein Bezug zum Juli, 1. Januar hat ein Bezug zum August 2019, 2. Januar zum September, 3. Januar zum Oktober, 4. Januar zum November und 5. Januar hat einen Bezug zum Dezember 2019. Energetisch hängt das alles zusammen. Ich werde in diesen einzelnen Tagen dann ein Orakel machen und Mitternacht ein Ritual. Dieses Ritual ist ein Reinigungsritual und zeigt dann eine Art Transformation, dass etwas Neues kommen kann am nächsten Jahr. Ihr könnt in diesen einzelnen Ritualen teilnehmen. Jeden Tag ein anderes Ritual bezüglich auf die Monatsenergie und auf den Monatsthemen. Wenn ihr auf diese Ritualen anmeldet, dann beträgt den Honorar für diese Energie, für diese Teilnahme zu diesem einzelnen Ritual 10 Euro. Aber die Klärungsvideo über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte, das ist gratis. Und jetzt zu die Tageshoroskop. Nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten platzieren, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Sonne zum Wasserelement. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zum Erdeelement. Sonne, Mond stehen in Harmonie.
Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und das gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, dass wir verschlucken die Worte, dass wir uns nicht so ausdrücken können, wie wir das sagen wollen. Oder ist es nicht klug, das zu sagen, was man denkt und fühlt? Diese Rückläufigkeit bedeutet auch eine Art Bremse. Es geht nichts voran bei den Terminen oder bei Verträgen, bei Handlungen. Rückläufigkeit bedeutet auch alten karmischen Themen. Bei Merkur-Energie ist es altes Wissen. Bedeutet auch, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und ihr bekommt eine Nachricht. Dieser rückläufige Merkur befindet sich in der Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, also im Wasserelement. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und Venus fühlt sich sehr wohl in Waage, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage und es gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Mars und Venus steht in Harmonie, was die Element betrifft. Und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Saturn fängt auf, erdet. Und ich setze Saturn in die Mitte. In indischen Astrologie, in diesem Horoskop, zeigt sich Saturn in Tierkreiszeichen Schütze und belehrt uns diese Schütze-Eigenschaften auch wahrnehmen, das zum Leben, auch wenn wir nicht in Tierkreiszeichen Schütze geboren sind. Und das bedeutet Aktivität, Bewegung, Leidenschaft, Reisen, Ausland, Auslandskontakte. Aber wichtig ist die Orientierung, dass wir Ziele haben, das hilft uns. Dann kommen die äußeren Planeten, aber bevor ich das noch zeige, möchte ich hier mal stehen bleiben. Einfach mal dieses Bild anschauen. Wir erkennen sofort, dass die Wasserelement betont ist und es hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Entweder handeln wir nach Gefühl oder haben wir die Bedürfnis, über Gefühle zu sprechen. Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau, diese Erdelement, natürlich zeigt sich dann die Realität, kommt mehr Stabilität, auch in die Beziehungen, auch in unseren Gefühlen. Also die Mondenergie unterstützt den Tag. Was uns fehlt, das ist die Feuerelement. Und das bedeutet, Mut und Kraft zu zeigen, etwas in Bewegung setzen. Uranus ist auch rückläufig. Diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. Gerade Umbrüche, Veränderungen stehen die Wiedergeborenen. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder, also im Feuerelement. Diese Rückläufigkeit zeigt nicht nur karmische Themen, sondern bremst etwas ab, wenn wir Veränderungen möchten im Leben. Also ein Rückblick, könnte man sagen, bevor man diese Veränderung kommt. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann nach indischen Berechnung. Ich setze Neptun hier zum Luftelement. Und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Ich setze Pluto zum Feuerelement. Eine wichtige Verbindung haben wir heute zwischen Venus und Uranus. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, die liegen gegenüber. Thema ist
Liebe, Partnerschaft, das ist die Venus-Energie, dann Uranus, Umbrüche, Veränderungen, bei Rückläufigkeit karmischen Themen, das ist gerade aktiviert. Sie stehen in einer Verbindung. Diese gegenüberliegende Position bedeutet, die Gleichgewicht halten, nicht zu viel, nicht zu wenig, ein Entgegenkommen, das Ausbalancieren. Bedeutet auch diese gegenüberliegende Position, dass etwas gespiegelt wird. Und das spüren wir, Veränderungen, Umbrüche in die Liebe, Partnerschaft. Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Jungfrau und in ein Mondhaus, und das gibt in indischen Astrologie die sogenannten Mondhäuser, die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert. Uttarapalguna heißt dieses Mondhaus. Und dieses Mondhaus vermittelt, jetzt ist gerade Zeit zum Ernten. Es ist die Reife. Und hier vermischt sich die schöpferische Kraft der Löwe. Beim Mond ist im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, also die Löwe-Energie ist noch spürbar, das ist die schöpferische Kraft und die weise Jungfrau, die Klugheit dazu. Und das können wir heute umsetzen, unseren Ideen, unseren Vorhaben, kluge Entscheidungen treffen und das umsetzen im Tat. Und das ist die Jungfrau-Energie, die Erde-Element, und das bedeutet Realität. Die heutigen Schutzengel, der uns beschützt im heutigen Tag nach Kabbalah, ist Engel Jehoiach. Das sind meine eigenen Engelkarten und entspricht dem System der Kabbalah nach Zahlen und auch nach Namen. Engel Jehoiach ist Engel der Eingeweihte. Hilft uns, Verräter erkennen und aus dem Weg zu gehen. Hilft bei Selbstbeherrschung und Disziplin, hilft uns in bestimmten Situationen anpassen. Dann hilft auch treu zu bleiben, auch bei Pflichtbewusstsein, fördert wissenschaftliche Entdeckungen. Zu diesem Engel wird Uranus zugeordnet. Uranus sind die Umbrüche, Veränderung, aber auch die Ideen, die Entdeckungen. Brauchen wir auch die Uranus-Energie. Steht zum Erde-Element in Verbindung und vertritt die Tierkreiszeichen eine Jungfrau. Also das passt auch sehr gut für die heutigen Jungfrau-Mond. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein.
Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.